auch vor der dritten Etappe ist eigentlich unser Ablauf immer so wie jeden Tag auch. Morgens machen wir erstmal Besprechungen, dann jetzt, weil wir hier keinen Bus dabei haben im Hotel, mit dem Fernseher dann vom Zimmer einfach. Dort haben wir dann mit Google Earth, sehen wir die Strecke und genau wo es lang geht, da können wir dann ein bisschen ins Detail gehen und uns auch die Strecken angucken, also die Straßen, wie breit die sind, wo man vorne sein muss, wo es technisch wird und so weiter und so fort. Und dann auch natürlich die Taktik besprochen. Für unsere Seite ist es heute jetzt einfach so, wir passen am Anfang auf, dass da nichts Großes und Schlimmes wegfährt. Da werde ich mich vielleicht auch in die eine oder andere Gruppe mogeln, wenn es denn passt. Also wenn jetzt drei Conti-Fahrer fahren, dann werden wir die mal machen lassen. Aber sobald es dann interessant wird, dann werden wir auch mit in die Offensive gehen. Und dann im Finale ganz klar Attacke, Attacke, Attacke. Wir wollen hier nicht die Sprinter auf die Ziellinie bringen. Und mal gucken, ob wir da ja bei Quickstep irgendeine Schwäche finden können mit Omar. Haben wir da immer noch einen richtig starken Fahrer und auch Bakelands und Viermos sind nicht weit weg. Nehmen wir Attacke. Ja, wie angekündigt waren wir heute etwas offensiver als die letzten Tage. Wir hatten eigentlich vor, mit Matthias oder mir einen in die Gruppe zu setzen, der noch so halbwegs gefährlich ist. Dann sind halt 8 Mann weggegangen und das war nicht so unbedingt das, was wir gewollt haben. Also sind wir halt mal die erste Bergwertung Vollgas hochgefahren. Da haben wir den einen oder anderen wohl auf dem kalten Eis, sagt man das so? Das hat man den einen oder anderen halt kalt erwischt und das Feld ist dann erstmal auseinandergeplatzt und dann sind wir halt weitergefahren und haben nachher dann versucht, Matthias in die Gruppe reinzufahren. Ich habe mich dabei wohl nicht so ganz beliebt gemacht im Feld. Ich bin dann halt ungefähr 50.000 Attacken gefahren. Am Ende dann etwas vergeblich, weil irgendwie dann die anderen die Lust verloren hatten und einfach nur noch die Gruppe fahren lassen wollten. Aber ja, ich habe da halt meinen Job gemacht und die Anweisung, die ich halt von oben bekommen, war halt, fahr mal los. Und dann bin ich halt losgefahren und das ist halt so. Am Ende war es alles für nichts, weil dann immer noch relativ eine große Gruppe ankommt. Ich war dann natürlich im Finale aufgeraucht, nachdem was ich da alles da abgezogen habe am Anfang. Für mich persönlich ist es zwar ein bisschen enttäuschend, dass ich hier keine freie Fahrt bekommen habe und nicht selber zeigen kann, was ich eigentlich wirklich kann und auch ein bisschen auf Ergebnis fahren. Aber wenn man mit Roman Bardet und den ganzen anderen Namen in einem Team fährt, dann ist es irgendwo nachvollziehbar, dass man halt da mal seine eigenen Ambitionen zurückstecken muss. Morgen ein großes Finale von Lorsch nach Stuttgart. Wir haben 2 Hammerberge gleich am Anfang. Das heißt Hammerberge, die sind zwar relativ früh, aber doch sehr anspruchsvoll. Dann geht es so ein bisschen wellig weiter und dann ins Finale in die Innenstadt nach Stuttgart über den Hertweg. Über den Hertweg rüber, da fahren wir gleich zweimal rüber. Haben ein paar vielleicht noch Erinnerungen an die Weltmeisterschaften damals in Stuttgart. Hier sehen wir es auch nochmal auf dem Profil, hier wieder die 2 Ausreißer hier auf dem Profil. Wie man sich schon fast denken kann, ist die Spannung bis zum Finale wahrscheinlich dann auch da, gerade was die Gesamtwertung auch angeht. Dann natürlich auch um den Etappensieg wird jetzt heiß umkämpft sein. Mal schauen, wir werden natürlich die Flinte nicht ins Korn werfen und nochmal ein bisschen auf Ergebnis gehen morgen. Mal gucken, ob ich vielleicht dann selber mal ran darf, aber naja. Ich bin da nicht so ganz optimistisch. Auf jeden Fall morgen wieder ein spannendes Rennen. Großes Finale und ja, bisher die ganze Woche war echt geil mit den ganzen Zuschauern hier am Streckenrand. Ich hoffe, dass es morgen wieder genauso weitergeht.